Hallo, da sind wir mal wieder, Jan und Ska aus Straßburg, live von der allerersten Sitzung der neuen Legislatur. Genau, diese Woche haben wir sozusagen das ganze Parlament neu konstituiert und ein Präsidium gewählt. Juhu! Und Terry, was bist du denn hier? Ich bin doch jetzt auch neu gewählter Abgeordneter. Was, geil! Ja. Sauber! Willkommen, sag mal, wie war denn so deine erste Woche hier? Oh, total aufregend. Es sind schon viele, viele Sachen passiert. Wir haben ja nicht nur den Präsidenten, den Parlamentspräsidenten gewählt, sondern wir haben auch unter anderem die Ausschusssitze verteilt. Und ich bin in ganz spannenden Ausschüssen, unter anderem im Ausschuss für Arbeit und Soziales, aber auch im Regionalausschuss und im Frauenausschuss. Und ich glaube, da werden ganz viele spannende Debatten in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier alles so wird. Es gibt nur eine Sache, die mich sehr betrübt hat gestern oder die mich sehr wütend gemacht hat, dass ich gesehen habe, dass im Frauenausschuss unter anderem auch Beatrix von Storch sitzen wird. Und das wird bestimmt ziemlich nervig mit so ganz vielen homophoben und antifeministischen Ausfällen. Aber ich glaube, das geht auch nicht nur mir so, mit komischen Leuten in Ausschüssen zu sitzen, oder? Ja, es ist ein Grundsatzproblem, das wir hier offenbar haben, dass Leute, die eigentlich von Gleichstellung so etwa das Gegenteil sich vorstellen wie wir oder die halt im Grunde genommen nur hier sind, um Europa wieder abzuschaffen oder die Leute am besten alle rauszuschmeißen, die nicht nach ihrer Nase sozusagen aussehen. Und deswegen sitzen wir zum Beispiel auch mit Beatrix von Storch und Udo Vogt im Innenausschuss. Jo. Das wird also eine tolle Herausforderung, der ja auch zuständig ist für Rechtsextremismus. Und das ist ein Thema, das uns jetzt also 5 Jahre begleiten wird hier, die Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Aber glücklicherweise gibt es ja einen Lichtblick, denn Marine Le Pen und Geert Wilders und die FPÖ haben keine Fraktion zusammenbekommen und die sitzen jetzt oben in der Ecke bei den Fraktionslosen. Witzigerweise muss Martin Sonneborn dann die ganze Zeit mit denen da oben abhängen, weil er sich ja auch keiner Fraktion anschließen wollte. Leider, leider. Und deswegen sind wir jetzt 50 Mitglieder bei den Grünen. Und was können wir damit bewegen, Ska? Wie ja, wir haben aus? Diese Woche schon ordentlich Aktion gemacht hier, weil in dieser Parlamentswoche haben wir ja unter anderem den Parlamentspräsidenten gewählt. Und ja, Martin Schulz ist es geworden, aber wir waren überhaupt nicht glücklich mit der Art und Weise, wie das gelaufen ist. Weil wir haben schließlich aus der SPD-Zentrale, dem Willy-Brandt-Haus in Berlin, erfahren von Sigmar Gabriel, wer denn jetzt Parlamentspräsident werden soll. Und das finde ich absolut unakzeptabel, dass uns die deutsche Regierung sagt, wen wir denn hier wählen sollen. Das geht ja wohl gar nicht. Deswegen haben wir so ein bisschen Aufstand geprobt. Wir haben eine eigene Kandidatin, die Ulrike Lunacek aus Österreich ins Rennen gebracht für die Parlamentspräsidentschaft und die hat eine super Kampagne hingelegt, aber die Große Koalition hat in dem Moment dann gehalten und Konservative, Sozialdemokraten und Liberale haben halt Martin Schulz gewählt, deswegen ist er jetzt Parlamentspräsident als Trostpreis sozusagen, dass er nicht Kommissionspräsident wird. Den Kommissionspräsidenten, den wählen wir dann in 2 Wochen in der Straßburg-Woche, aber nächste Woche am 9. Juli hören wir uns erstmal an, was Juncker so zu sagen hat. Dann haben wir eine Anhörung in der Fraktion und die werden wir auch live im Internet übertragen. Also da könnt ihr uns auch zuschauen. Ansonsten... Ja, und ganz fleißig twittern darüber. Ganz fleißig twittern. Ist ganz wichtig, dass wir Juncker unter Druck setzen, dass er in der Kommission dann auch wirklich mal ein bisschen was umsetzt von unseren Forderungen. Ja. Ja. Und wir werden das natürlich weiter beobachten. Ab sofort immer mit Terry mit dabei. Juhu! Bis zur nächsten Straßburg-Sitzung. Genau. Tschüss! Tschüss.